Hallo und herzlich willkommen zurück zu Foundation. Wir sind ganz kurz im Pausemodus. Wir haben die Kirche. Ich höre nichts. Aber okay, das ist jetzt nicht so schlimm. Priester haben wir keinen. Das ist in Ordnung erstmal. Unsere Soldaten sind auf dem Weg zurück. Und wir haben jetzt Bürgerliche. Was bedeutet, wir haben nur ein bisschen was freigeschaltet bekommen. Oha, oha. Hier ist nichts Neues. Pflanzenbaumstraßenschild. Die Steinmetzhütte hatte ich ja schon platziert. Die braucht allerdings Stoff. Stoff können wir jetzt herstellen, indem wir Schafe und eine Weberei machen. Oha, oha. Und wir haben ein neues Territorium. Das finde ich gut. Wir gucken mal ganz kurz, wo war denn das jetzt? Fruchtbarkeit, genau. Uff. Sammler haben wir jetzt erstmal genug, oder? Ich weiß es nicht. Ich muss mal ganz kurz mit der anderen Taste. Hier drüben wären noch Beeren. Hier wären auch noch Steine, glaube ich, sind das, ja. Hier drüben ist halt, falscher Knopf, nicht viel. Würde sich aber gut so für bisschen Farm und Schafzucht und so anbieten, dass wir das hier hinter zu machen. Ah, wir nehmen das dazu. Oh, wir können zwei dazu nehmen. Dann nehmen wir das auch noch mit. Ja. Gut, dann gehen wir hier erstmal wieder raus. Wir sind immer noch im Pausenmodus, ne? Ich speichere mal ganz kurz. Nehme ich euch einfach mal mit. Deppenhausen. So, dann gucken wir mal hier. Okay. Okay, passt. Wir werden hier hinten jetzt noch einen Holzfäller bauen. Der uns das hier hinten absäbelt. Den bauen wir hier so hin. Der kriegt erstmal Prio. Abbaugebiet. Das hier alles. Ich würde das gerne alles als Abbaugebiet. Das machen wir alles leer. Wir machen hier alles kaputt. Wir holzen alles weg, was geht. Hier hinten, das machen wir alles weg. Das ist ein Traum. Könnt ihr das mal bitte weggehen? Ich glaube, wir müssen doch noch mal hier drüben dann auf der anderen Seite das nehmen wir dann eh wieder raus, wenn wir durch sind. So. Okay, der Holzfäller hat gerade Prio. Hier forsten wir erstmal wieder ein bisschen auf. So, dann haben wir hier unten das Abbaugebiet, nehmen wir auch mal raus. Die können da bleiben. Das muss weg. Das stimmt schon so. Oh Gott. Aber das hier kann alles weg.
Muss doch mal in die Draufsicht gehen, tatsächlich. Tüm, tütüm, tütüm, tütüm. Das kann alles weg. So. Das bleibt. Das kommt weg. Hier unten die Bäume können bleiben. Das muss weg. Aber ich glaube, dann rennen die erst hier rüber, ne? Muss weg. Das weg. Ich weiß nicht, was jetzt sinnvoll ist, tatsächlich. Das will ich alles weg haben. So. Gut. Okay. Zeig mal bitte ganz kurz, Fruchtbarkeit. Das passt. Wohngebiet müssen wir noch machen. Wohngebiete, bitte. Ich hätte gerne alles voll mit Wohngebieten hier drüben so. Das hätte ich gern alles als Wohngebiet. Das hier meinetwegen auch. Wenn das geht. So. Und dann bauen wir zunächst eine Schäferei. Wo bauen wir die denn hin? Guckt mal die Fruchtbarkeit an. Spielt das eine große Rolle? Das ist jetzt die Frage. Wahrscheinlich schon. Wahrscheinlich spielt es sogar eine sehr große Rolle. Wir setzen die Schäferei mal hier hin. Und die Weberei gleich daneben. So. Zwei neue Dorfbewohner, das finde ich gut. Okay. Steven George. Otto. Hör mal bitte auf, Soldat zu sein. Jetzt ist Otto arbeitslos. Wir brauchen Werkzeuge, ich sehe schon. Wo hat denn das jetzt her? Das weiß ich nicht tatsächlich. Kunigunde, du bist mal bitte kein Steinmetz mehr. Du bist Steinmetzmeisterin. Denn ganz offensichtlich haben wir das jetzt gerade irgendwo herbekommen. Was in Ordnung ist. Wir lassen hier mal überall Landwirtschaft zu. Können wir das irgendwie größer machen? Steuerung, Mausrad, Landraum. Genau, hier wird überall Landwirtschaft zugelassen. Das ist unser Landwirtschaftsbereich. Finde ich gut. Machen wir so. Okay. Puh.
Mal ganz kurz in den Handel gucken. Wir verkaufen nach wie vor Steine, was in Ordnung ist. Und sonst verkaufen und kaufen wir nichts. Okay. Gut. In der Kirche ist alles gut. 30 von 30 treuen Besuchern, das ist ein Traum. Wir könnten die Kirche noch ein bisschen anbauen. Ist jetzt aber, glaube ich, Quatsch. Puh, wir könnten eine Weizenfarm dann noch machen. Das müssen wir aber jetzt mal noch nicht. Die sind da drüben fleißig am Start. Es wäre halt schön, wenn man das einfach verschieben könnte, tatsächlich. Das wäre noch cool. Das würde ich noch ein bisschen feiern. Wir haben 6 Soldaten. Wir brauchen nie im Leben 6 Soldaten. Pierre, hör mal bitte auf. Wir brauchen Werkzeuge. Werkzeuge bitte kaufen. Steine verkaufen wir. Wir könnten auch Bretter verkaufen wieder. Bis zum Wert von 20. Nee, nicht kaufen, sondern verkaufen bitte. So. Genau, du bist ja schön am Holzen, das passt. Sie ist da oben am Holzen. Es wird da gerade gebaut, ein Wohnhaus. Das ist ein absoluter Traum. Die müssten doch eigentlich, ne? Voll krass happy sein, weil die haben doch die Kirche gleich ums Eck. Wir haben noch eins frei. Holz haben wir eigentlich so viel, ne? Anstrich aufgeben. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Die Frage ist, was lohnt sich am meisten? Ich glaube, wir sparen uns das erstmal, oder? Erhöht die königlichen Steuern, das ist natürlich. Kriegen wir dann mehr Gott? Nee. Wir warten mal noch. Mit dem Territorium warten wir mal noch. Wir brauchen Werkzeug. Wir müssen auf den Händler warten. Werden dann wahrscheinlich bald wieder pleite sein, wenn ich mir das angucke. Könnten dann auch nach hier unten weitergehen. Okay, zwei neue Dorfbewohner, das ist sehr schön. Das freut mich sehr.
Kunigunde die Macht und tut, was sie kann. Behauene Steine. Spannend. Hier finden überall nur Werkzeuge, okay. Eisenschmelze, Schmiede. Nikolai. Okay, das ist Kleidung. Die Weberei ist klar, Schäferei ist klar. Die machen wir dann, also Kleidung machen wir dann gleich als nächstes hier so hin. Bäckerei ist klar. Windmühle ist auch klar, Weizenhaus ist klar. Lass mal gucken. Okay. Ach, welch geschäftiges Treiben. Arbeitet hier noch jemand? Ja. Verkauft Waren, verkauft Luxus. Ach, die verkaufen dann Stoff. Ich verstehe. Dann setzen wir die dann nachher so daneben, würde ich denken. Kann man... Entschuldigung. Anrasten von Gebäudeteilen. Es rastet hier aber nicht an. Ah, ist klar, ich verstehe. Brauchen wir aber noch nicht. Brauchen wir noch nicht. Wäre jetzt Quatsch, das schon zu machen. Hä, wer ist das denn? Oh mein! Der George. Ist es... Jedes... George, der... Vier neue Gebäude freigeschaltet. Wirklich jetzt? Boah, was ist los? Ich komme ja gar nicht mehr hinterher. Von hier oben kommen wir, genau. Stellt Dingsbums aus Dingsbums her. Die stellen Werkzeug her. Aus Kohle und... Aus Kohle und... Was ist denn das? Ah, ist klar. Wir brauchen also... Wir brauchen die Köhlerei. Wir brauchen die Eisenmine. Dann können wir eine Eisenschmelze machen und dann können wir die Schmiede machen. Puh. Produziert... Dings und Holz. Kohle und Holz. Aber wo können wir denn eine Eisenmine hinsetzen? Stellt sich mir die Frage. Alles klar. Köhlerei geht überall. Was kosten die? 100. Ich bin so dumm. Es wäre sinnvoller gewesen, das hier drüben hinzumachen. Ah, ich bin so doof. Wenn ich das jetzt aufgebe... Nein! Nein, nein, nein!
Oh nein, jetzt habe ich nichts mehr kostenlos. Na, wie doof. Wie doof. Oh, Scheißendreck. Scheißen, Scheißen, Scheißendreck. Mist. Das war richtig Mist jetzt. Schafzüchten bitte entferne eins, was? Der Willibald. Schafzüchten. No. Moment. Da ist ein kleines Schaf. Kannst du noch eins machen? Wir machen mal drei. Und die Hildegard, die arbeitet in der Weberei. Komm schon, nicht missbrauchen. Okay. Gut. Die Hildegard macht jetzt Stoff. Ja, das ist alles okay. Das mit dem Dings ärgert mich jetzt richtig, richtig sehr. Ich jetzt noch eins machen? Nee. Okay, mehr geht also offensichtlich nicht. Die Hildegard stellt den Stoff her. Was ist denn hier los? Ist gerade Kirche vorbei, oder was? Oh, wir sind schon mal pleite. Das ist aber nicht so tragisch. Wir müssen mehr Steine verkaufen, das nützt alles nichts. Handel, Handelswaren, Steine, Möpte. Verkaufen. Bis zu diesem Wert. Fisch will der. Habe ich nicht. Kein Fisch. Fickt euch mit eurem Fisch. Gut. Das war jetzt ganz schön doof mit dem Gelände. Das hat mich jetzt, ärgert mich jetzt richtig. Ich habe gedacht, wir kriegen das dann wieder. Tatsächlich habe ich, bin ich von diesem Urglauben ausgegangen, dass wir das dann wieder kriegen. Kostet 100 Weizenfarm. 200, Alter, was ist los? Ach, die war also teuer. Na gut. Die Schneiderei bringt uns dann Kleidung. Das ist okay, brauchen wir erstmal noch nicht. Sie produziert gerade wunderbar. Wir brauchen, glaube ich, noch ein Lagerhaus. Kostet 50, die haben wir nicht. Kaufen wir noch, ja? Das wird beides verkauft. Wir kaufen gerade im Moment nichts, ne? Werkzeug oder so? Nee, wir kaufen im Moment nichts. Müsste also gleich wieder steigen. Das ist voll. Das Sägewerk ist nicht voll. Wie sieht's mit den Holzfällern aus? Voll, voll, voll. Förster ist voll. Lars ist voll. Steinmetz brauchen wir prinzipiell jetzt erstmal nicht. Sammler brauchen wir eigentlich auch nicht mehr. Was haben wir denn hier? Nix. Holzwand. Alles nicht.
Okay, das sieht wieder besser aus. Wir könnten die Schneiderei machen. Das mit den Werkzeugen wäre halt cool. Weil wir damit halt einfach wirklich unabhängiger sind. Das könnte man allerdings verkaufen. Gutzit Kohle. Ich würde gern den Weg erstmal vorgehen. Also erstmal voll machen mit der Schneiderei jetzt noch dazu. Die wir hier so ansetzen, oder? Hier so auf die andere Seite setzen wir die einfach. Ja, da setzen wir sie hin. Sie hat jetzt schon 11 Stoff hergestellt. Die ist ja behauene Steine, 5 Stück. Ah, 24, alles easy. Die Kunigunde, die hat's drauf. Werkzeuge haben wir genug. Dann haben wir das erstmal vollständig. Entschuldigung. Und können dann zusehen, dass wir ja, wir brauchen aber noch ein Lagerhaus. So leid es mir tut für die Leute, die da wohnen, aber... Das ist alles nichts. Brauchen wir nur eins. Und dann können wir nämlich hier unten so einen Stoffhandel noch machen. Nee, so nicht, sondern so, aber editieren. Einen Warenstand. Ich hoffe, das ist... Was ist denn der luxuriöse Stand? Okay. Verkauft Waren, verkauft Luxus. Oh, oh. Wir sind wieder pleite. Warum geht das nicht? Deswegen nicht. Kann ich das nicht so hier hinsetzen?
Offensichtlich nicht. Muss so. Gut. Zwei neue Dorfbewohner. Null von fünf. Die Werkzeuge müssten gleich gebracht werden. Mary, wo bist du? Treibt sich da drüben irgendwo rum. Der ist da. Okay, der ist klar. Yolande ist am Start. Und macht das. Sehr schön. Gut. Sollte ja nicht irgendein Markt gebaut werden? Wurde fertiggestellt, Schneiderei. Okay, das macht Winona. Winona ist hier am Start. Die wird hier schneidern wie ein Weltmeister. Ach, doch, er baut. Sehr gut. Das Lagerhaus ist fertig. Da kann der Pierre rein und der Elaine. Oder die Elaine, keine Ahnung. Wie fleißig die alle sind, ne? Die Kunigunde, meine Herren. Okay, hier müssen wir aber ein paar Slots jetzt zuweisen. Gewöhnliche Kleidung lagern wir hier mal ein. Noch mehr Steine. Was haben wir noch so viel? Bretter. Und Wein. Okay, der Markt ist fertig, sehr schön. Der Reinhard macht das jetzt. Und wir verkaufen hier Kleidung. Dann können wir die Kleidung hier eigentlich auch rausnehmen. Stattdessen behauene Steine einlagern. Ich bin gespannt. Sie produziert auf jeden Fall schon fleißig. Ist das Reinhard? Tatsächlich. Reinhard, der legt ja los. Der kleine Flitzer. Und packt hier alles rein, was geht. Sehr schön macht er das, ne? Der Reinhard. Wir beobachten den Reinhard einfach ganz heimlich. Der Reinhard ist ultra fleißig, sehe ich gerade hier. Ich find's voll süß. Hier ist er doch hier lang dappelt. Jetzt macht er, glaube ich, Pause, der Reinhard. Oh, das war Erin. Erin interessiert uns jetzt gerade nicht. Okay. Die Schafe. Einen von einem. Hier
Hier könnte man noch einen dazu nehmen, tatsächlich. Machen wir aber nicht. Das erstmal nicht. Was ist los? Ohne Zonenzuteilung kann ich nichts pflanzen. Ja, Alter, du hast ja wie ein Weltmeister. Wie ein Weltmeister gepflanzt. Kann ich nur mal so sagen, wie es ist. Du kannst da erstmal aufhören, tatsächlich. Carla. Carla, hör erstmal auf. Carla ist jetzt... Oh, wir haben 4 Arbeitslose? Was? Könnte man sich ja doch überlegen, ob wir hier schon mal weitermachen. Die Weizenfarm kostet 100. Das Brot her. Die Carla kann eigentlich nicht aufhören. Fällt mir gerade ein. Carla forstet hier auf. Aus dem ganz einfachen Hintergrund. Carla ist Förster, ne? Wo ist ein Förster jetzt her? Zack. So, so. Wo ist Carla? Das ist schon ganz schön anstrengend gerade. Ich sehe schon, wir sind wir. Genau, Carla, die macht, ne? Carla ist zu Hause. Okay. Aber Carla muss nämlich aufforsten, damit unser Dings dann. Haben wir noch einen dazu jetzt erstmal. Wird die Carla jetzt hier aufforsten? Wo ist Carla? Da kommt sie. Da kommt Carla. Wohin Carla geht, in der nächsten Folge. Danke fürs Zuschauen, macht's gut. Ciao.